Ich möchte Sie nicht länger auf die Folter spannen und bitte Herrn Pebo um seinen Vortrag über Neandertaler, Denisovaner und moderne Menschen. Bitte. So, sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrter Herr Präsident der Akademie als Heiliger, liebe Festversammlung, was ich dann machen möchte, ist Sie am Anfang Sie an etwas zu erinnern, was Sie alle schon wissen, dass unser Erbgut, unser Genom ist gespeichert auf den Chromosomen in allen Zellen, in den Zellkernen, in unserem ganzen Körper. Und das Genom besteht aus DNA, diese berühmte doppelstrangige Spiral, die, wenn eine Zelle sich teilt und zwei neue Zellen entstehen soll, werden diese Stränge auseinandergewunden und neue Stränge werden synthetisiert mit den alten als Matrizen. Und die Information ist gespeichert in der DNA in der Abfolge von vier Buchstaben oder Basen, A, T, C und G. Und die werden dann verdoppelt bei der Zellteilung in einem sehr genauen Prozess. Aber manchmal entstehen dann Fehler und wenn die nicht schnell genug repariert werden und in unser Keimband passieren, werden die weitergegeben in die nächste Generation als Mutationen. Und diese Mutationen häufen sich dann an mit der Zeit. Bei jedem Kind, was geboren wird, gibt es in der Größenordnung 50 oder 100 neue Mutationen, die entstanden ist in diesem Kind. Und wir können dann die Ergebnisse von diesen Mutationen sehen, wenn wir zwei DNA-Sequenzen von zwei Individuen vergleichen. Zwischen zwei Genomen von Individuen in diesem Saal gibt es so ungefähr einen Unterschied jede 1000 Buchstaben. Weil die sich dann anhäufen mit der Zeit, wenn wir eine Schimpanse dazu nehmen, gibt es Größenordnung 10-mal mehr Unterschiede, ein pro 100 solcher Basen. Und wenn wir uns für die Evolution, für die Geschichte des Genoms oder für DNA-Sequenzen interessieren, stellen wir oft diese Geschichte, die wir rekonstruieren, in so Form von so einem Stammbaum dar. In diesem Fall sehr einfach, die zwei menschlichen Sequenzen gehen zurück zu einem gemeinsamen Vorfahren, sehr rezent hier. Ungefähr 10-mal weiter zurück in der Zeit gibt es einen Vorfall auch mit der Schimpanse. Was Sie auch wissen ist, dass es gibt ungefähr 3 Milliarden solche Basen in einem menschlichen Genom. So es gibt ungefähr 3 Millionen Unterschiede zwischen zwei Genomen, zwischen den Genomen, die Sie von Ihrer Mutter oder von Ihrem Vater geerbt haben oder zwischen zwei Individuen. So es gibt eine Menge Information da anhand von denen wir die Geschichte des Genoms rekonstruieren können. So, wenn wir jetzt das machen bei Menschen, untersuchen die genetische Variabilität bei Menschen, was man gefunden hat, überraschenderweise eigentlich, ist, dass die meiste Variation gibt in Afrika. Wenn man die ganze Welt außerhalb Afrika nimmt, gibt es da weniger Variation. Und nicht nur das, die DNA-Sequenzen, die man außerhalb Afrika finden, haben gewöhnlicherweise ziemlich nahe verwandten DNA-Sequenzen innerhalb Afrika. Aber es gibt einen Teil der Variationen in Afrika, die keine nahe Verwandten außerhalb Afrika haben. So die Interpretation von diesem Bild ist, dass der moderne Mensch ist in Afrika entstanden, da hat man sich genetische Variabilität angehäuft und ein Teil dieser Variabilität hat dann Afrika später verlassen und den Rest der Welt besiedelt. Und mit genetischen Tricks kann man auch schätzen, ungefähr wann das passierte. Und auf jeden Fall weniger als 100.000 Jahre her. So, das ist dann sozusagen die genetische Evidenz für den rezenten evolutionären Ursprung von modernen Menschen in Afrika. Aber es gibt ein Problem, wenn Sie wollen, mit diesem Modell, und das ist, dass es gab andere Menschenformen seit einer langen Zeit, auch in Europa und Asien. Es gab die Neandertaler in Europa, andere Formen in
in Asien. Så vi intresserar oss dann besonders för de neandertaler. Links da ist ein rekonstruiertes Skelett von einem Neandertaler, rechts von einem modernen Menschen. Så de neandertaler sind diese robusten Menschenform. Die vor ungefähr 400 oder 500.000 Jahren stehen in westlichen Eurasien und dann dort existieren bis vor 40.000 Jahren, wenn die verschwinden, im Zusammenhang damit, dass moderne Menschen auftauchen. Warum interessieren wir uns dann so brennend für Neandertaler? Es gibt eigentlich zwei Gründe dafür, würde ich sagen. Einmal, dass der Neandertaler der nächste Verwandten ist zum allen jetzt lebenden Menschen. So wenn wir uns definieren wollen als moderne Menschen, sind aus genetischer Sicht, ist es mit den Neandertalern, dass wir uns vergleichen sollen. Sagen, was ist typisch für uns im Vergleich zu denen und anderen Menschenformen oder Menschenaffen? Ein anderer Grund ist natürlich, dass man viele sich fragen, wie wir verwandt sind mit Neandertalern. Das ist so ein Thema, das über Jahrzehnte diskutiert wurde in der Paläontologie. Es gab zwei extremen Ansichten dazu. Eine wäre, dass der moderne Mensch kommt aus Afrika und ersetzt Neandertaler und andere Menschenformen vollständig. Es gab keinen Beitrag von denen genetisch zu jetzt lebenden Menschen. Eine andere extreme Version wäre, dass die Neandertaler wären die direkte Vorfahren von jetzigen Europäern und jede Schattierung dazwischen. Aber um das jetzt zu überprüfen, müssten wir dann DNA-Sequenzen und Genomen von Neandertalern untersuchen. Das Problem dabei ist natürlich, dass die mindestens 40.000 Jahre alt sind. Und die Methoden, was zu machen, gehen eigentlich fast 30 Jahre zurück dann, zu den ersten Experimenten, die ich in Uppsala gemacht habe, dann anhand von altägyptischen Mumien, die 2.000, 3.000 Jahre alt sind. Anfangsweise histologisch, mikroskopisch, zum Beispiel in der Haut hier, wo man sehen konnte, dass es gab etwas, was aussah als Zellkerne, wo das Genom gespeichert werden sollte. Und man konnte auch DNA färben in diesen Zellkernen, so es gab da. Dann habe ich auch DNA-Sequenzen vermehrt in Bakterien und sequenziert und veröffentlicht. Eigentlich stellt es dann leider fest über den nächsten Jahren, dass die gar keine alten DNA-Sequenzen waren. Das waren Verunreinigungen von DNA von mir oder von Museumskuratoren oder jemand, die Mumien berührt hatten, weil man wusste einfach nicht, wie empfindlich dieser Typ von Experimenten ist für Verunreinigungen. So, es gibt technische Probleme mit diesem Typ von Arbeiten. Eine ist, dass die DNA, die alte DNA ist abgebaut zu ganz kurzen Bruchstücken. Im Vergleich mit jetzigen DNA ist es auch chemisch modifiziert. Und es ist sehr wenig davon da. Oft pro Gramm Gewebe oder so bist du hunderttausende, millionenfach weniger als in modernen Knochengewebe zum Beispiel. Und nicht nur das, diese alte DNA kommt vor in einer großen Mehrheit von DNA, die gar nicht von einem Neandertaler und einem ausgestorbenen Tier stammen, sondern von Mikroorganismen, von Bakterien, von Pilzen, die in den Knochen gelebt haben über den Jahrzehnten, Jahrtausende. So, das alles führt dazu, dass winzige Mengen von moderne menschliche DNA, die zum Beispiel auf Staubpartikeln in der Luft vorkommen, die das Studium von moderner DNA gar nicht beeinflussen, die können schon die ganzen Experimente dominieren, wenn man versucht, an alte DNA zu kommen. So, das hat dann zu einem zunehmenden Putzfimmel geführt im Labor. Man hat versucht, alle Staub und alle Partikel, die vielleicht DNA tragen konnte, auszumerzen, arbeiten in Reins Labor, haben komische Kleidung an, UV-Bestrahlung von allen Geräten und Oberflächen, um DNA zu zerstören. Und mit der Zeit wurde es dann fast Routine, an zoologischen Sammlungen zu arbeiten, die
100 Jahre oder so alt sind, an ausgestorbenen Tieren, auch Tieren von der letzten Eiszeit, die davor ausgestorben sind, und auch an anderen Materialien kann man inzwischen alte DNA gewinnen, wie Koprolithen zum Beispiel oder Sedimentproben. Die andere technische Entwicklung, die gekommen ist in den letzten 15 Jahren, ist dann DNA-Sequenzierverfahren, das erlaubt, sehr viele DNA-Molekülen schnell und ökonomisch zu sequenzieren. So, das hat dann dazu geführt, dass man konnte unsere Methoden für die DNA zu extrahieren und vermehren verwenden und dann einfach alle DNA, die man gewinnen konnte, alle DNA-Molekülen von so einer Probe sequenzieren, sich eine Datenbasis zu erzeugen und vergleichen mit menschlichen Genomen und anderen Genomen. Für Neandertaler hat das zum ersten Mal geklappt in Kroatien, in einer Kooperation mit der Kroatischen Akademie der Wissenschaften und Künsten, dieser Fundort Vindija, anhand von diesen Knochen. Was man dann macht, ist, dass man sequenziert Millionen oder sogar Milliarden von DNA-Molekülen, berücksichtigt typische Fehler, die gibt in diesen, und matcht ihnen, sehen, woher die kommen im menschlichen Genom. Und bis 2010 hatten wir dann eine erste Version des Neandertal-Genoms, wo wir ein bisschen über die Hälfte des Genoms gesehen hatten, von einem Fragment oder mehrere Fragmente. So, die erste Frage, die wir uns dann stellen konnten, war: Was passierte, wenn der moderne Mensch nach Europa gekommen ist und die Neandertaler begegnet hat? Hat man sich gemischt oder nicht? Wenn so eine Mischung stattgefunden hat, dann würden wir erwarten, dass Europäer heute würde mehr genetische Varianten gemeinsam haben mit Neandertalern als Individuen in Afrika, wo Neandertaler nie vorhanden waren. So, wir könnten dann das an sehr einfachen Vergleichen testen. Wir hatten das Neandertal-Genom. Wir haben 5 Genome von jetzt lebenden Menschen genommen. Und dann in einem ersten Test hier, wenn wir 2 afrikanische Genome nehmen, die einfach verglichen miteinander und sehen, wo unterscheiden die sich voneinander. Und dann haben wir das Neandertal-Genom dazugenommen. Weil Neandertaler nie in Afrika gab, gibt es keinen Grund anzunehmen, dass ein Afrikaner näher zum Neandertaler ist als der andere. So wir haben einfach gesehen, wie oft übereinstimmt die Neandertaler mit diesem Neandertaler oder mit diesem an Plätzen, wo die sich unterscheiden, die beiden Afrikaner. Und statistisch gesehen ist das 50-50. Wenn wir dann aber einen europäischen Individuum als Frankreich und einen afrikanischen Individuum genommen habe, haben wir, zu meiner Überraschung muss ich sagen, statistisch gesehen mehr Übereinstimmung mit den europäischen Individuen gesehen. Noch überraschender war, dass wenn wir einen chinesischen Individuum und einen afrikanischen Individuum gesehen haben, fanden wir das wieder. Obwohl die meisten sagen würden, Neandertaler waren nie vorhanden in China. Man kann das vielleicht debattieren, aber wenn wir dann jemanden von Papua-Neuguinea genommen haben, war es wieder genauso, obwohl wir alle einig sind, dass in Papua-Neuguinea gab es nie Neandertaler. Das führte dann zu dieser Hypothese, die sich zum großen Teil dann bestätigt hat, dass wenn der moderne Mensch aus Afrika kam, passierte er wahrscheinlich durch den Mittleren Osten. Wir wissen, dass da gab es Neandertaler. So, wenn diese Neandertaler sich mit diesen frühen modernen Menschen gemischt haben und diese modernen Menschen zum Vorfahren von allen Menschen außerhalb Europa wurden, haben die sozusagen einen Neandertal-Beitrag mit sich geführt, auch zu Teilen der Welt, wo Neandertaler nie gab. Zum Effekt dann, dass in Größenordnung 1-2% des Genoms von Individuen, deren Wurzel außerhalb Afrika sich befinden, von Neandertalern stammen. Was dann passiert ist, ist, dass wir haben viel mehr Neandertal-Individuen untersucht. Es gibt jetzt ungefähr 10 Neandertaler, von denen wir Genomsequenzen haben. So, wir können beginnen, die Geschichte von Neandertalern zu rekonstruieren.
Eine Sache, die wir dann finden, ist, dass die haben sehr wenig genetische Variation. So, wenn das der Durchschnitt ist von jetzt lebenden Afrikanern, haben Nicht-Afrikanern weniger Variation. Und das sind dann die Neandertaler hier. Die haben 3 bis 5 Mal weniger Variation als Individuen in Europa oder in Asien. Was darauf hindeutet, dass die in sehr kleine Populationen gelebt haben, vielleicht auch, dass die durch Perioden gegangen sind, wo die sehr wenige Individuen waren. Wir werden sicher mehr darüber lernen in den nächsten paar Jahren. Was auch passiert ist in den letzten Jahren, ist, dass wir haben jetzt mindestens 2 sehr hochqualitativen Neandertalgenomen. Die kommen dann von Kroatien hier und von Südsibirien. Und diese Genome kommen dann von Fundstücke wie diese, das ist Knochen dann von Sibirien, wo wir das Neandertal-Genom sequenziert haben. Und wir sind dann gegangen von einer ersten Version des Genoms in 2010, wo wir einige Bruchstücke für einen Teil eines Chromosoms hier hatten, zu einer Situation, wo wir viel, viel mehr Information haben. Jede Position ist im Durchschnitt von 50 DNA-Fragmenten abgedeckt. So, wir haben Genome, 2 Neandertal-Genome, die von genauso hohen Qualität sind wie Genome von jetzt lebenden Menschen. So, wir können dann Neandertal-Genom mit jetzt lebenden Menschen vergleichen, sehr genau. So haben wir ein Chromosom hier. Wenn wir auf diesem Chromosom markieren in unterschiedlichen Individuen, welche Stücke kommen von Neandertalern, in Rot, können wir sehen, dass Leute von außerhalb Afrika tragen Stücke vom Neandertal-Genom und viele von uns tragen dann unterschiedliche Teile des Neandertals-Genoms. Aber die summieren sich zu Größenordnung 1-2%. Wir können dann sagen, wenn wir springen von Individuum zu Individuum, hier im Saal zum Beispiel, wie viel vom Neandertal-Genom können wir sozusagen zusammenpuzzeln von Leuten, die heute leben? Und das ist in Größenordnung 40-50% des Neandertals-Genoms, läuft immer noch rum auf 2 Beinen, sozusagen. So, die russischen Kollegen haben dann nicht nur Neandertalfunde gemacht in dieser Höhle in Südsibirien, auf der Grenze zu Mongolei und China, an diesem Platz hier. Die haben auch ein sehr winziges Knochenstück gefunden, waren sehr geschickt meines Erachtens einzusehen, dass das könnte von einem Hominiden stammen. Wir haben das Genom von diesem kleinen Stück, von dem letzten Glied von einem kleinen Finger, von einem Mädchen, sequenziert, auch zu hohen Qualität, und waren sehr überrascht, dass es war weder ein moderner Mensch, noch ein Neandertaler, aber etwas, was sehr weit zurückging zu einem gemeinsamen Vorfahren mit den Neandertalern hier. So, wenn die tiefste Populationsverzweigung in Größenordnung 100.000 Jahre ist für moderne Menschen, ist das Größenordnung 4-mal tiefer hier. So, es war ganz klar, wir hatten sozusagen eine neue Menschenform entdeckt anhand von diesen Genomsequenz. Nach vielen Überlegungen mit den russischen Kollegen haben wir uns geeinigt, sie Denisovaner oder Denisova-Mensch zu nennen nach dieser Fundstätte. Inzwischen gibt es auch 3 Zähne von den Denisovaner. Es gibt auch ein kleines Bruchstück von einem Schädeldecke. Alles von dieser Denisova-Höhle. Aber was wir auch fragen können ist, haben die beigetragen zum jetzt lebenden Menschen, wie die Neandertaler haben? Und die Antwort darauf ist ja. Wir finden keinen Beitrag in Europa oder westlichen Asien. Wir finden aber einen kleinen Beitrag in ganz Asien, weniger als 1%, aber einen ganz bedeutenden Antrag in dem Pazifik. Aboriginal Australians oder Papua-Neuguinea haben bis zu 5% ihres Genoms von den Denisovanern. Das ist dann zusätzlich zu dem Beitrag von den Neandertalern, so da haben die Größenordnung 7,5% des Genoms von diesen ausgestorbenen Menschenformen. So, in diesem Bild dann haben wir dann ausgeschlossen, dass dies ein vollständigen Ersetzen wahr ist. Es gibt einen Beitrag von Neandertalern, von Denisovanern zu jetzt lebenden Menschen, von einigen wenigen Prozent.
Aber wir sollen nicht die Perspektive verlieren, dass die große Mehrheit der genetischen Variation in allen jetzt lebenden Menschen kommen in rezenter Zeit aus Afrika. So, wir nennen das gern so Leaky Replacement, um zu sagen, unterstreichen, dass es ist ein Ersetzen von früheren Menschenformen. Es gibt sozusagen eine kleine Leckage, wenn Sie wollen, genetischen Beitrag von diesen anderen Formen. So, wir können jetzt, wenn wir hier moderne Menschen haben, Neandertaler, unterschiedliche Populationen von Neandertalern und Denisovanern, können wir diese Genfluss in der Vergangenheit entdecken. Das, was wir jetzt besprochen haben, von Neandertalern zu Nicht-Afrikanern, von Denisovanern zu Leuten in den Pazifik, einen zusätzlichen Beitrag von Denisovanern zu allen Leuten in Asien und ein Beitrag scheint es von Neandertalern zu Leuten in Asien zusätzlich, weil Leute in China zum Beispiel haben ein bisschen mehr Neandertal-DNA als Leute in Europa. Ungefähr 20% mehr, statt 1%, 1,2% oder so. Wir können auch sehen, dass diese Gruppen haben sich miteinander gemischt. Wir finden einen kleinen Beitrag von Neandertalern zu Denisovanern. Ganz interessant finden wir von irgendjemand Unbekannten einen Beitrag zu den Denisovanern von etwas, was sich abgespalten hat, mehr als 1 Million Jahre her auf der menschlichen Linie. Es ist sehr verlockend zu sagen, das ist so Homo erectus in Asien oder sowas, aber das wissen wir noch nicht. Es gibt auch einen frühen Beitrag von Afrika, scheint es, zu den Neandertalern hier. Wir fangen auch jetzt an, direkte Evidenz für diese Mischungen zu geben. Besonders von einer Fundstätte in Rumänien, diese Höhle hier, wo man diesen Kiefer gefunden hat. Der datiert ist ungefähr 40.000 Jahre her. Ist ein moderner menschlicher Kiefer. Eine von den frühesten modernen Menschen, die wir von Europa kennen. Wenn wir dieses Genom untersucht haben, waren wir ganz überrascht zu finden, das ist ein bisschen dunkel, aber wir haben alle Chromosomen hier und es gab mindestens 7 Bereiche hier, wo große Stücke des Chromosoms direkt von den Neandertalern waren. Nicht kleine Bruchstücke, sondern große Bereiche. So anhand von wie groß diese Bereiche sind, könnte man abschätzen, dass dieses Individuum von diesem Käfer kommt, hat einen Neandertal-Vorfahrer 6, 5 oder 4 Generationen zurück in seine Familiengeschichte. So wenn fast jemand erwischt dabei, sich zu mischen mit den Neandertalern. So wir wissen sozusagen, dass es gibt auch lokal Mischungen hier, wahrscheinlich auch an anderen Plätzen. So eine Schlussfolgerung von dieser Sache ist dann, dass wir haben uns immer gemischt, sozusagen, mindestens wenn wir uns dann getroffen haben. Wahrscheinlich war man ziemlich oft getrennt, aber wenn man sich getroffen hat, hat man die Gelegenheit genutzt. So, am Ende würde ich dann gern besprechen, hat das irgendeine Bedeutung heute für Leute, die jetzt leben, diesen Beitrag von diesen anderen Menschenformen? Ich möchte nur 2 Beispiele nennen. Wir lernen mehr davon, fast jeden Monat erscheinen Papers dazu. Aber zum Beispiel für Neandertaler kann man dann über das ganze Genom gehen, in Europa zum Beispiel, und finden Teile des Genoms, wo es Bereiche gibt von Neandertalern, die so eine hohe Frequenz, hohe Häufigkeit bei Europäern ist. 40%, 80%. Manche von denen sind geteilt mit Leuten in Asien, andere sind spezifisch für Asien oder spezifisch für Europa. So man kann fragen, was versteckt sich in diesen Bereichen, die rübergekommen sind von Neandertalern und so einer hohen Häufigkeit gekommen sind. So ein erstes solche Ding, das eine andere Gruppe gefunden hat, mit Hilfe vom Neandertal-Genom, ist dann ein Gen, die eine Variante beinhaltet, die ein Risikofaktor ist für Typ 2 Diabetes. So ein Typ von Zuckerkrankheit, die man im hohen Alter oft bekommt. Es kodiert für ein Protein, die Lipide transportiert rein in die Zelle, hat 4 Unterschiede zwischen einem Risikoallel, die ähnlich ist zum Neandertalern, und im Vergleich zu den schützenden Genen, das gibt sozusagen eine hohe Frequenz in Asien, bis zu 25%, gibt nicht in Afrika und kommt ganz klar dann von den Neandertalern.
Man kann natürlich fragen, wieso ist etwas, das uns eine Probleme gibt heute, das uns eine Krankheit gibt, von Neandertalern gekommen und zur hohen Häufigkeit gestiegen. Das ist sicherlich dann ein Beispiel dafür, dass genetische Varianten interagieren mit der Umwelt und sind manchmal vorteilhaft, manchmal nachteilhaft. So, es gibt gute Gründe zu spekulieren, dass genetische Varianten, die uns heute Diabetes gibt, wenn wir fast zu viel essen, unser ganzes Leben, könnte Varianten sein, die in der Vergangenheit, wenn man gehungert hat, vom Vorteil waren, dass man mehr von der Energie konserviert haben. So wahrscheinlich ist das irgendeine Neandertal-Adaptation zu Hungern, die wir hier sehen. Wie ist das mit den Denisovanern? Haben die auch was beigetragen? Ja, da gibt es mehrere interessante Beispiele. Eine von den interessantesten ist vielleicht eine Adaptation zum Leben an hohen Altituden in Tibet, über 3000 Meter. Da die einheimische Bevölkerung ist adaptiert daran, andere Leute, die dorthin ziehen, haben oft medizinische Probleme. Und man wusste schon, dass das liegt an einer Variante von einem Gen, die beeinflusst, wie viel Sauerstoff man im Blut aufnehmen kann, ohne viele rote Blutkörperchen zu erzeugen. Und eine Gruppe in Amerika hat gezeigt, dass diese Variante kam von den Denisovanern rüber zu den Vorfahren von den Leuten in Tibet und ist jetzt vorhanden in fast allen Leuten in Tibet, mindestens eine Kopie. So, das sind nur zwei Beispiele von vielen Beispielen, angedeutet in roten Punkten über das Genom hier, von Genen, die von Neandertalern kommen und Denisovanern kommen und wahrscheinlich positiv selektiert wurde. Viele von diesen haben mit Immunität zu tun, mit Immunverteidigung oder Haut und Pigmentierung. So, es kristallisiert sich so ein Bild, dass der moderne Mensch kommt aus Afrika, treffen auf diese frühere Menschenformen, die über Hunderttausende von Jahren in Eurasien gelebt hat, die angepasst waren an den Umweltbedingungen da. Man hat sich ein bisschen gemischt, genetische Varianten aufgenommen und manche von denen waren dann vorteilhaft und sind zur hohen Frequenz zugenommen. Aber das soll nicht so sagen, wir sollen nicht leugnen, dass die meisten Varianten von Neandertalern, die wir heute kennen, deren Auswirkungen sind assoziiert mit Krankheiten heute, mit Hyperkoagulation, Nierenprobleme, viele Hautkrankheiten, aber auch Sachen wie Depression und so weiter. Was mich aber fast mehr interessiert als diese Assoziationen mit Problemen und Krankheiten, ist, wenn Sie so wollen, was wir nicht aufgenommen haben von den Neandertalern. Was man machen kann, ist dann über das ganze Genom zu gehen, jede Chromosom, abbilden hier in Rot, wo wir was vom Neandertaler haben, in Europa und in Grün in Asien. Dann können wir fragen, gibt es Bereiche im Genom, wo wir statistisch gesehen erwarten würden, dass wir was vom Neandertaler bekommen haben, aber wir finden nichts. Und es gibt tatsächlich solche Bereiche. Warum interessiert uns das so brennend? Das ist, weil wir denken, dass da könnte der genetische Hintergrund für Funktionen, die einzigartig ist für modernen Menschen, sich verstecken. So genetische Veränderungen, die hier stattgefunden haben, seit wir uns getrennt haben von Neandertalern und in allen Menschen vorhanden ist. Warum denken wir, dass das interessant wäre? Es ist, weil ich mindestens der Meinung bin, dass der moderne Mensch ganz einzigartig ist im Vergleich mit Neandertalern und allen anderen ausgestorbenen Menschenformen. Was mit dem modernen Mensch kommt, ist Technologie, die mindestens ab 70.000, 80.000 Jahre her sich sehr schnell verändern und regional differenziert wird. Was auch kommt, ist abbildende Kunst. Sie haben vielleicht gesehen in der Presse, dass es gibt jetzt Hinweise, dass Neandertaler auch Kunst gemacht haben. Wenn ich ein bisschen flachsig bin, sage ich, was die Neandertaler haben gemacht, ist sehr moderne Kunst, weil ich kann nicht sehen, was es vorstellt. Sachen, die so sind, kommen erst dann mit modernen Menschen. Und moderne Menschen ist natürlich die erste Hominidenform, die sich verbreitet hat über die ganze Erde, über große Meere und so weiter.
so eine Idee wäre, dass so eine Bereitschaft für diese kulturellen Ereignisse, eine biologische, ist hier entstanden. Und wir können natürlich jetzt einen Katalog machen von allen genetischen Veränderungen, die bei allen Menschen heute vorhanden ist, aber die nicht vorhanden waren bei den Neandertalern. Und das Interessante ist, dass das ist nicht eine riesenlange Liste. Das sind in Größenordnung 30.000 Veränderungen. So, weil während zwei Genome hier im Saal sich an 3 Millionen Positionen unterscheiden. Wenn wir die Bedingung machen, wir sollen etwas alle gemeinsam haben und uns unterscheiden von den Neandertalern, sind das nur 30.000 Veränderungen. Es ist zum Beispiel nur 96 Veränderungen in Proteinen, die von den Genen erzeugt werden. So, wenn wir einfach einen Augenblick darauf gucken, ist das nur 87 Gene, wo diese Veränderungen vorhanden ist. So, die große Frage ist natürlich, welche von diesen Veränderungen könnte wichtig sein? Das wissen wir nicht. Wir haben eine Bias zu sagen, sollte was mit Gehirnentwicklung oder Gehirnfunktion zu tun haben, weil wir denken, dass es ist etwas mit sozusagen Kognition, was einzigartig ist für den modernen Mensch. So, wo wir im Moment sind, ist, dass wir interessieren uns für solche Listen, besonders für, sagen wir, einige Enzyme, die im Gehirn aktiv sind, oder einige Gene hier, die besonders Veränderungen haben und aktiv sind bei der Zellteilung, besonders bei den Stammzellen im Gehirn, die Neuronen erzeugen. Und was wir dann machen im Moment und über die nächsten 5 Jahren, ist, diese Veränderungen einzuführen, bei Mäusen zum Beispiel, die moderne menschliche Veränderungen einzuführen und dann die Entwicklung von den Mäusen zu studieren. Oder in menschlichen Stammzellen, in ancestralen, neandertalähnlichen Veränderungen einzufügen und dann solche Gehirnorganoiden zu erzeugen, kleine Strukturen, die ähnlich sind zu Gehirnen, die sich entwickeln. Und vielleicht dann einige von den Eigenschaften, die für moderne Menschen einzigartig ist, zu verstehen. So, am Ende dann hoffe ich, dass ich Sie überzeugt habe, dass es nützlich ist, gute Versionen von Neandertal-Genom zu haben, weil wir dann Veränderungen finden können, die einzigartig für moderne Menschen in der Zukunft auch Sachen, die bei allen Neandertaler vorhanden waren. Dafür müssen wir mehr Neandertaler studieren. Aber das eine große Herausforderung jetzt ist dann, diese Veränderungen funktionell zu verstehen. Und dass der Weg dahin ist dann, über diese Veränderungen in Stammzellen einzufügen oder in Mäusen, die wir humanisieren. So, ich kann dann nicht alle Kollegen erwähnen, die beteiligt sind, sehr viele Paläontologen und Archäologen, die ihre Funde beigesteuert haben. Ich erwähne nur ein Individuum im Labor, das ist Matthias Meyer, die viele von diesen hochempfindlichen Methoden, die wir verwenden, entwickelt haben. Ohne seine Methoden hätten wir immer noch keine hochqualitativen Neandertal-Genom. Viele Leute haben beigetragen, die Populationsgeschichte zu klären, besonders Janet Kelso, die Bioinformatik in unserem Institut macht, und Kai Prüfer, die viel von den Analysen koordiniert haben. Und damit danke ich dann für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus